von meiner Seite. Ich hoffe, Sie kommen auch gleich wieder an die Plätze, dass wir mit der Podiumsdiskussion starten können. Mein Name ist Alexis Eisenhofer. Ich bin von der Firma Financial.com. Das klingt sehr nach New Economy, ist es aber nicht. Wir sind klassische Old Economy. Wir entwickeln und betreiben Wertpapierinformations- und Transaktionssysteme für Banken. Das Ganze auch schon seit 15 Jahren. Ich bin also kein Betreiber von Plattformen für Seed Funding. Bin deswegen hier auch auf diesem Podium mehr oder weniger Gegenpart zu meinen beiden Kollegen. Und ich möchte jetzt eigentlich auch ungern der Spielverderber sein, wenn ich jetzt hier kritische Fragen stelle. Ich komme mir so ein bisschen vor wie jemand, der in einem Bierzelt alkoholfreies Bier jetzt ausschenken muss. Aber ich möchte trotzdem mal versuchen, mit ein paar kritischen Themen hier auch mal eine andere Seite zu beleuchten und freue mich dann auch auf eine lebhafte Diskussion und gerne auch, wenn Fragen im Publikum bestehen, können wir die auch gerne dazwischenlegen. Ja, ich persönlich bin ja seit 15 Jahren in einer anderen Branche tätig. Wir beschäftigen uns viel mit Banken und das Kernthema, warum Banken eigentlich Geld annehmen, ist eine Losgrößentransformation und Einlagen von Kleinsparern zu transformieren in wenige Großkredite. Das ganze Thema nennt man Delegated Monitoring und es führt eben dazu, dass viele kleine Sparer sich gar nicht um das Geld kümmern müssen, sondern dass es einen Kreditsachbearbeiter gibt bei einer Bank, der das Unternehmen prüft, beziehungsweise einen Fondsmanager gibt, der die Kleinbeträge der Sparer bündelt und dann bei dem Unternehmen kritische Fragen stellt. Und genau dieser wird ja mehr oder weniger durch dieses Konzept des Crowdsourcing eigentlich aus dem Rennen genommen. Deswegen sehe ich dieses ganze Thema kritisch. Ich freue mich gerne jetzt über vielleicht Argumente dafür oder vielleicht Erklärungsversuche, warum das Ganze nicht so kritisch ist. Ja. Ja, gerne. Also wenn es um das Thema Anlageberatung geht, dann wird das ja immer komplexer. Und wir stellen ja fest, dass viele Banken in der Breite sich aus dem Bereich zurückziehen müssen, weil es einfach kaum mehr vermittelbar ist, dass sie erst eine halbe Stunde lang Risikoaufklärung machen und dann am Ende dieser Risikoaufklärung, wo also die ganze Zeit die Welt untergeht, dem Kunden sagen, jetzt habe ich übrigens noch eine super Idee, was du gerade machen könntest. Dann sagen die Kunden, hat ja noch alle Tassen im Schrank. Erst sagt er mir, das ist alles schrecklich und jetzt sagt er mir, kauf das doch mal. Das heißt, und die Haftungsthemen, die dann hinten sich anschließen, führen dazu, dass viele Banken im Sparkassen, im genossenschaftlichen Bereich etc. einfach sagen, in der Fläche können wir gar keine Wertpapierberatung mehr anbieten. Ich meine nicht die Finanzdienstleistung, sondern das Bankgeschäft. Das heißt, die Bank nimmt das Risiko ins eigene Buch. Also der Kreditsachbearbeiter, der hat ein persönliches Problem, wenn der Kreditnehmer ausfällt. Ja, wir machen ja keine Kredite, wir machen ja Eigenkapital. Ich sage nur generell die Branche. Das heißt, wenn ich immer kleine Losgrößen schaffe, schaffe ich ja so ein Drittfahrerproblem. Ja? Es gibt quasi keinen mehr, der ein Interesse hat, sich darum zu kümmern. Weil wenn ich 50 Euro investiere, dann fahre ich nicht nach Hamburg auf eine Hauptversammlung, weil da das Bahnticket schon teurer ist. Also das ist ja in unserem Modell auch anders. Also Urbanara zum Beispiel als unser erstes Projekt und was eigentlich ein ganz guter Referenzfall ist, hat Grazia Capital, B2V, Brains to Venture und Bloomberg Capital, einen großen amerikanischen Investmentfonds drin. Diese Investoren müssen bei Bergfürst eine gestaffelte Haltefrist von 3 Jahren unterschreiben, damit die neuen Investoren, die jetzt hinzutreten, eine möglichst hohe Sicherheit haben, dass sich jemand darum kümmert, dass das Geld, was hier eingesammelt worden ist, auch zweckgebunden eingesetzt wird. Das Managementteam muss ebenfalls einen harten Lockup von 3 Jahren unterschreiben. Das heißt also, das Managementteam von Urbanara kann 3 Jahre keine einzige Aktie verkaufen, weil sie haben einen Businessplan vorgelegt mit diesem Zeithorizont und der muss bitte auch erfüllt werden, bevor sie an die Futtertröge kommen. Sodass wir also hier schon Governance-Themen eingebaut haben, die sicherstellen sollen, dass A, die Finanzinvestoren, die bereits im Unternehmen drin sind, ihre Monitoring-Funktion weiter wahrnehmen. Im Falle von Urbanara haben ja auch die Finanzinvestoren zu der 3-Millionen-Runde, die wir gemacht haben, nochmal 800.000 zur gleichen Bewertung mitgezogen. Das heißt also, die sind schon mit 4,8 Millionen jetzt investiert. Die Crowd ist jetzt mit 3 Millionen dazugetreten und wir können davon ausgehen, dass die Governance hier funktionieren wird. Ja, Governance ist ein gutes Thema. Sie sind ja BaFin reguliert und deswegen auch einer strengen Kontrolle unterworfen. Wie sieht denn das jetzt bei Ihnen aus? Ja, also kann ich mich nur anschließen. Ich meine, es geht natürlich immer darum, beim Crowdinvesting, dass jeder einzelne eine Entscheidung trifft. Natürlich sind wir als Plattform darum bemüht und das tun wir auch, dass wir uns die Unternehmen vorher angucken, mit den Leuten sprechen.
letztendlich sind wir als Plattform natürlich, und das werden wir auch immer nur sein, wir sind nicht Anlageberater, sondern wir sind diejenigen, die den Unternehmen die Möglichkeit geben, sich dort zu präsentieren. Dazu gibt es dann umfangreiche Informationen zum Geschäftsmodell, zum Team. Das liegt alles vor und dann entscheidet jeder Einzelne natürlich, ob ihn das überzeugt. Und nicht nur das, ich kann ja auch als potenzieller Investor Fragen stellen oder mich an das Team wenden, wenn ich weitere Informationen haben möchte. Und wie funktioniert jetzt die Unternehmenskontrolle nach Vertragsabschluss? Also wenn die Finanzierung gelaufen ist, wer kümmert sich dann darum, dass die Unternehmen die Ergebnisse liefern? Wer stellt kritische Fragen? Wer fährt auf Hauptversammlungen? Ja, also ist es so, dass es jeden Monat gibt es ein Update. Es gibt auch am Ende des Jahres gibt es natürlich immer den Jahresabschluss. Ja, das ist ja auch eine vom Gesetzgeber vorgeschriebene Pflicht. Das heißt also, da gibt es eine Transparenz in der Entwicklung. Man folgt als Investor natürlich mit, letztlich wie sich das Unternehmen entwickelt. Entschuldigung. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht so, und das wird es auch nie sein, wenn Sie hunderte, tausende Leute an einem Unternehmen beteiligen, ja, dann ist es natürlich nicht so, dass jeder Einzelne, der sich an dem Unternehmen beteiligt hat, nun ganz konkret Entscheidungen mit beeinflussen kann. Das wird auch nicht funktionieren. Ja, können Sie ja mal die Seite der Brille der Unternehmer aufsetzen. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Unternehmen, wollen eine Entscheidung treffen und müssen jetzt 1000 Leute fragen. Ja, dann werden Sie nicht weit kommen. Deswegen ist klar, dass Crowdinvesting auch nicht das Modell ist, zu sagen, man stimmt jetzt über jede Entscheidung ab, sondern die Entscheidung, die der Investor trifft, ist, investiere ich in dieses Unternehmen, in dieses Team. Ja? Und dann ist man natürlich letztendlich auch beteiligt an dieser Unternehmensentwicklung. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig zum Grundverständnis. Das sehen wir dediziert anders. Wir sind der Auffassung, dass jeder Venture Capitalist, der in ein Unternehmen investiert, in Eigenkapital investiert und auch Stimmrechte haben möchte. Und wir sind der Auffassung, dass Privatinvestoren in Zeiten der Schwarmintelligenz, die haben wir nämlich auch noch, nicht mehr über den Tisch gezogen werden können. Und wir müssen einfach schauen, dass Privatinvestoren genauso auf Augenhöhe mit abstimmen können im Rahmen des Aktienrechts, im Rahmen von Hauptversammlungen, mit den gleichen Rechten wie der andere Gesellschafter auch. Ich weiß nicht, warum Privatinvestoren diese Rechte vorenthalten werden sollen. Ich kann es nicht erkennen. Und wir sind der Auffassung, dass genau das wichtig ist. Man kann locker 1.000, 2.000, 3.000 Mitgesellschafter organisieren. Das kriegt auch ein Daimler-Benz hin. Warum soll das eine kleine Aktiengesellschaft nicht auch hinbekommen? Genau, also Voraussetzung ist natürlich, dass man eine Aktiengesellschaft gründet. Voraussetzung dafür ist auch für die Unternehmen, dass sie 200.000, 300.000 Euro dafür zahlen, überhaupt auf Bergfürst gelistet zu werden. Voraussetzung sind eben auch diese ganzen anderen Kosten. Das ist ja klar. Ich glaube, es geht auch im Allgemeinen gar nicht so darum, hier den Einzelnen, also zumindest ist das nicht mein Einsatz, hier das Einzelmodell immer zu bewerten. Das können Sie ja machen, ja? Das kann man ja den Leuten überlassen, letztendlich wie man da rangehen möchte. Aber ich denke, es ist schon wichtig, auch klarzustellen, auch eine entsprechende Erwartung zu haben. Denn wenn man hier davon spricht, einen Zweitmarkt auch zu schaffen, muss man natürlich auch mal überlegen, was ein Investment in ein Startup ist. Ja, und da glaube ich schon, dass der Einzelne sich auch überlegen muss, welche Anlagenhorizont er haben möchte, was sein Ziel auch mit dem Investment ist. Und deswegen ist Crowdinvesting so interessant. Ja, wir sprechen jetzt viel über Kapital, das ist schon richtig. Aber die andere Seite ist eben auch, dass man als ein Supporter in einer frühen Phase dabei sein kann. Das hatten wir ja vorhin auch schon geklärt, bei den anderen Plattformen partizipiert man genauso wie bei einer Aktie auch. Vielleicht hast du die Verträge da noch nicht richtig gelesen von den anderen Plattformen. Partizipiert man natürlich auch an Gewinnen, an der Unternehmensentwicklung, wie bei einer Aktie. Also das ist 1:1 das Modell. Und natürlich muss man sich fragen, das kann ja jeder Einzelne entscheiden, ob er zu einer Hauptversammlung gehen möchte, wo er letztlich Aktionär ist, aber letztlich rein faktisch doch nichts entscheiden kann. Ja, das müssen wir ja auch mal ehrlich sein. Ja, also es wäre natürlich schlecht, wenn Sie halt eine Bond-Rendite bekommen, aber ein Aktienrisiko tragen. Und wenn Sie halt in der Frühphase dabei sind, wo teilweise noch gar kein Produkt, gar kein Umsatz da ist, dann macht ja eigentlich auch ein Bond wenig Sinn, weil Sie haben ja gar keinen Cashflow, wo Sie genau bedienen können. Aber wenn Sie entscheiden wollen, dann investieren Sie doch 100.000 Euro und werden Sie offener Gesellschafter, dann können Sie auch wirklich entscheiden. Ja, also jetzt zu glauben, dass man mit ein paar Aktien jetzt hier eine Unternehmensentwicklung entscheidet, das ist ja wohl auch eher abwegig. Genau, das ist ja mein Problem. Also ich sage ja, es gibt ein sogenanntes Trittbrettfahrerproblem, dass Leute, die halt kleines Geld investieren, gar kein Interesse haben oder auch gar keine Kosten tragen können,
um Informationen zu beschaffen, um Reisen zur Hauptversammlung zu finanzieren. Und deswegen hat man halt da mehr oder weniger Unternehmenskontrolle. Mag gut sein für die Unternehmen, aber vielleicht eher schlecht für die Investoren. Gut, wenn man zum Trittbrettfahrerproblem spricht, kann man ja auch mal davon sprechen, dass es überhaupt Privatpersonen das erste Mal möglich ist, sich an Startups zu beteiligen. Ja? Das ist heute hier noch nicht einmal gefallen. Ja, dass man mit kleinen Beträgen sich an Startups in der frühen Phase beteiligen kann, ja, da gibt es eben andere Spielregeln, als wenn ich mich jetzt, wenn ich mir die Aktie von Daimler kaufe. Mhm. Deswegen sprechen wir hier von Diversität. Man kann sich entscheiden, was man machen möchte. Und es ist nun mal klar, dass die unterschiedlichen Finanzierungsmodelle unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Da geht es letztlich um Transparenz. Und da kann man auch, glaube ich, zu Recht auch an den Einzelnen appellieren. Wir sitzen ja hier jetzt auch nicht vor einem Publikum von unmündigen Bürgern, sondern da kann jeder Einzelne auch entscheiden, was er machen möchte. Ich denke auch, das ist ein ganz wichtiges Element. Also deutsche Privatanleger investieren rund 90 Milliarden Euro in Derivateprodukte. Da gibt es so ein paar Lieblingsprodukte von mir. Zum Beispiel hat die Deutsche Bank einen Fonds aufgelegt mit 600 Millionen Euro. Da wettet der Fonds darauf, wann eine Population von 50 Amerikanern stirbt. So, da können Sie darauf setzen, wann die im Durchschnitt sterben und dann gewinnen Sie oder Sie verlieren. Das ist Schwachsinn. Volkswirtschaftlich komplett verlorenes Geld. Die einzigen, die was dran verdienen, sind die Banken. Sie als Anleger oder die Anleger haben ein hohes Risiko. Ich hoffe, keiner von Ihnen hat solche blödsinnigen Produkte. Keiner der Anleger hat, also die spielen wie im Casino. Volkswirtschaftlich verloren, es entsteht kein Arbeitsplatz. Die Hypothese ist, dass wir bei jungen Wachstumsunternehmen sicherlich ein vergleichbares Chancen-Risikoprofil anbieten, aber wir bauen den Mittelstand von unten nach, wir schaffen Arbeitsplätze und wir geben jedem die Chance, so ein Produkt auch zu verstehen, so ein Unternehmen zu verstehen, ein Gefühl dafür zu bekommen und zu sagen, okay, da mache ich mit, da mache ich nicht mit, anstatt darauf zu wetten, wann ein Hurricane die Ostküste der USA trifft, um mal eine Milliarde drauf zu wetten. Also solchen Schwachsinn ist, glaube ich, wirklich überflüssig und nicht mehr zeitgemäß. Und wenn es uns gelingt, nur einen kleinen Teil von diesen 90 Milliarden in die Wachstumsfinanzierung von Unternehmen reinzubringen, dann hätten wir hier schon viel gekonnt in Deutschland. Also stimme ich völlig zu. Die ganzen verbrieften Derivate sind vielleicht auch nicht unbedingt der größte Segen. Wir haben übrigens 100 Milliarden Euro in über 1 Million Produkte. Also da sieht man ja noch schlimmer. Ja. Ich möchte jetzt mal eine ganz freche These stellen. Und zwar kommt die noch aus meiner Zeit, als ich in der Uni war. Da habe ich damals Kapitalmarktforschung studiert und die sogenannte Divergence of Opinion Hypothese gehört. Diese Hypothese besagt, dass wenn man eine ganz große unterschiedliche Meinung hat von dem Erfolg von Projekten, dass dann die Aktienpreise besonders hoch sind. Wenn ich möglichst viele Investoren anspreche, eben über eine große Plattform, die ganz unterschiedliche Erwartungen haben, aber nur eine begrenzte Anzahl von Aktien emittiere, dann schöpfe ich quasi immer die Supermeinungen ab und kriege deswegen einen Gleichgewichtspreis, der zu hoch ist. Was die meisten gar nicht wissen, was ich aber weiß, weil ich ja schon 15 Jahre in der Branche bin, die größte Überzeichnung, die jemals ein Unternehmen weltweit hatte, war nicht Facebook und war auch nicht Twitter, sondern war OnVista. Und Vista erkennt man heute noch als Finanzportal. Die hatten damals 6 Millionen Aktien im März 2000 emittiert, haben das über ihre ganze Plattform gemacht, haben mündige Privatanleger angesprochen, die haben alle gezeichnet, die Aktie war 80-fach überzeichnet. Am ersten Tag ist die Aktie von 88 auf 20, von 22 auf 80 gestiegen. Die hatten noch ihre verdienten Mitarbeiter mit nach Frankfurt geschickt, weil die dort halt am Börsenparkett feiern durften. Die weniger verdienten sind im Office geblieben und haben die Aktien verkauft. Und am Schluss ist das Ding dann auf 50 runtergefallen. Also was ich sagen will ist, wenn man wirklich nur den kleinen Teil abschöpft mit einem begrenzten Angebot und eine große Divergenz hat der Meinungen, dann tendieren solche Sachen eigentlich zu einer Überbewertung. Gibt es da Erfahrungswerte oder wie sehen Sie das? Ja, also das ist die Logik der Sache, weil Fakt ist, ich kann keinen, der nicht ans Unternehmen glaubt, zwingen, es zu kaufen. Ja, also es sind immer diejenigen, die daran glauben, die es kaufen. Also da kann ich nichts dagegen tun. Was wir bei uns zumindest versuchen ist, dass wir eine Bookbuilding-Spanne anbieten, sodass die Anleger die Möglichkeit haben, im Rahmen einer Bookbuilding-Spanne zu agieren. Was wir aber garantiert nicht machen werden, ist, dass wir, so wie es bei Facebook zum Beispiel gelaufen ist, während einer laufenden Emission die Parameter verändern. Mhm. Das ist meines Erachtens unseriös. Und was wir hoffen auch nicht, dass passiert, ist das, was jetzt bei Twitter gelaufen ist. Weil als Vorstand von Twitter hätte ich jetzt so einen Hals,
denn das Geld ist nicht im Unternehmen, sondern das Geld ist irgendwo im Markt und diese Investmentbank hat komplett versagt. Ja? Das heißt also, wenn man da nicht vorher beim Pricing ein bisschen besser recherchiert hätte, wo denn der richtige Preis liegt, dann wäre das nicht passiert. Ja? Und warum das gefeiert wird, verstehe ich überhaupt nicht. Das ist ein totaler Flop aus meiner Sicht. Es reiben sich natürlich ein paar Leute die Hände, aber diejenigen, die die Aktie heute teuer kaufen, haben ein Unternehmen, in dem dieses Geld nicht drin ist, ja, und dementsprechend auch nicht damit wirtschaften kann. Also insofern, das ist ein systemimmanentes Problem, das kann man gar nicht lösen. Also wenn Sie einen Lösungsansatz dafür haben, herzlich gerne, aber Fakt ist, jeder ist frei. Wir haben im Moment bei uns 7.500 Anleger, die registriert sind bei uns. 1.000 haben in Urbanara investiert, das war ihre Entscheidung. Die anderen 6.500 wollten das nicht. Ja, ja, das ist klar. Welchen Preis, ob es am Preis gescheitert ist, I don't know. Ich hab eigentlich kaum Diskussionen zum Preis gehört. Es gab eine ganze Reihe von Menschen, die gesagt haben, wir hätten eigentlich lieber ein Technologieunternehmen. Ja, also, aber das ist eben Flavor of the Day. Der eine sagt, ich finde E-Commerce eigentlich ganz interessant. Der andere sagt, ich möchte eben lieber ein Technologieunternehmen. Und dann muss man eben unterschiedliche Produkte oder Unternehmen anbieten, dann kann jeder das auswählen, was er haben möchte. Aber dieses theoretische Problem bleibt immer, leider. Wie sieht es da aus bei den Bonds, wo zumindest mal der Preis feststeht? Ja. Bei uns ist es ja relativ einfach, weil es eine Unternehmensbewertung gibt. Dadurch, dass es einmal ein Investment gibt und man eben dann eben langfristig auch an der Unternehmensentwicklung partizipiert, verändern sich die Konditionen dann nicht, sodass ich das Problem nicht habe und auch nicht lösen muss. Jetzt möchte ich nochmal eine freche andere These stellen. Also ich behaupte, dass es sicherlich auch einfach möglich ist, Anleger über den Tisch zu ziehen. Und zwar vielleicht sogar auch legal im Internet. Ich will jetzt mal was sagen, ohne dass das jetzt als Anleitung zu verstehen ist, aber vielleicht nach. Ja, ich möchte jetzt hier kurz mal was darstellen. Wenn Sie überhaupt gar keine Prognosefähigkeit haben, also ein Scharlatan sind, dann können Sie trotzdem nach außen Kompetenz signalisieren. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie das geht. Wenn Sie 100.000 E-Mail-Adressen haben und Sie schicken 50.000 eine E-Mail und sagen, morgen steigt der DAX, und 50.000 schicken Sie eine E-Mail, morgen fällt der DAX, dann haben Sie morgen 50.000 Leuten die Wahrheit gesagt. Am nächsten Tag wiederholen Sie das, 25.000 Leute, 12.500 und so weiter. Und am Schluss bleibt eine Handvoll Leute, denen Sie 10-mal gesagt haben, wie die Welt funktioniert, und die glauben, dass sie der Messias sind. Und denen können Sie dann quasi ein Riesengeschäftsmodell verkaufen. Also das ist letztendlich, wenn Sie diese Konditionierung quasi machen und diese Leute nie merken, dass es Enttäuschte links und rechts gibt, ja, und die sich nicht treffen, dann haben Sie natürlich eine Gefahr. Wie gehen Sie als Plattform dagegen vor, dass da nicht schwarze Schafe kommen, oder wie kann man verhindern, dass da letztendlich diese Konditionierung von Erfolg stattfindet? Ich meine, ich kann natürlich sagen, Leute, die ich enttäuscht habe beim ersten Mal, die schreibe ich nicht an beim zweiten Mal, oder die beim ersten Mal glücklich waren, die kriegen die nächste Plattform mit einem doppelten Volumen oder so. Wie reguliert sich da der Markt? Also zum einen kann man, glaube ich, mal festhalten, dass es bislang noch keinen Betrugsfall gegeben hat. Wir sprechen ja jetzt von der kriminellen Energie. Ich würde gar nicht sagen, dass es Betrug ist. Es ist schon ein Betrug, wenn ich sagen wir mal, Unzutreffendes verspreche. Das würde ich schon so sehen. Also diese Thematik, man muss sich ja auch mal wieder, und deswegen, ich versuche immer auch mal ein bisschen den Bogen zu spannen, ein bisschen allgemein über das, was wir hier überhaupt reden. Man muss sich einfach mal vergegenwärtigen, da sind jetzt Gründer, das ist ein Team, das hat der Guido Sandler auch schon gesagt, das sind ganz konkrete Personen. Es ist nicht mehr ein abstrakt designtes Finanzprodukt, in das ich investiere. Es ist ein Team, es ist ein Unternehmen, es ist greifbar. Das ist der Thomas, die Susanne und sonst wer. Also das sind Personen, die stecken Personen dahinter. Und jetzt können Sie mir ja mal sagen, wie sehr sich das lohnt, auch für eine Million oder zwei in der Öffentlichkeit die Leute hinters Licht zu führen. Wie oft wollen Sie das machen im Leben und welche Chancen haben Sie dann noch? Ja? Und ich glaube, das ist eine ganz gute Antwort und eben auch ganz klar die Situation, dass das ja auch noch nicht vorgekommen ist. Also wir haben das Thema versucht an verschiedenen Stellen zu adressieren. Punkt 1, in den Infoforen, wo ja durchaus auch möglich ist, dass Meinungen gemacht werden und Stimmungen gemacht werden, haben alle Teilnehmer eine Kennung, und man kann schon mal sehen, ist derjenige, der sich hier gerade äußert, auch Aktionär, also ist er auch beteiligt oder nicht. Das ist schon mal ein wichtiges Kriterium. Das zweite ist, wir werden relativ kurzfristig, also wir programmieren Tag und Nacht, aber auch das wird es jetzt relativ bald geben,
Bewertungsmöglichkeiten drin haben. Das heißt also, Sie können Beiträge in den Foren als registrierte Nutzer bei uns bewerten und sagen, der kriegt 4 Sterne und der kriegt einen Scheißhaufen. So, und dann werden Sie relativ sicher sein, dass die Beiträge, die dann irgendwie eine größere Zahl braune Masse oben im Kopf drin stehen haben, nicht mehr so richtig viel gelesen werden. Und da appelliert natürlich auch wieder an das Ego des Menschen. Er will natürlich als Nutzer mit seinem Namen da nicht stehen, als jemand, der nur unqualifizierten Mist erzählt, sondern die Leute versuchen ja dann schon konstruktiv zu sein. Punkt 1. Punkt 2. Wir haben ganz bewusst den Handel auf unsere Plattform beschränkt. Also wir haben keine Girosammelverwahrung, die Regionalbörsen können nicht handeln, weil ich will keine Derivatenprodukte und ich will eine ganz fundamentale Börse haben, wo Sie nur Stücke kaufen können, wenn Sie Geld auf dem Konto haben und nur Stücke verkaufen können, wenn Sie im Depot sind. Und das reguliert ziemlich gut, ja, weil da müssen Sie erst Geld in die Hand nehmen, um es verlieren zu dürfen. Und ob Sie das dann noch machen wollen, ist dann eine gute Frage. Ja, vielleicht noch eine andere Sache. Es gibt ja auch schon einen Markt für Unternehmensmittelstandsanleihen, der sich eigentlich nur an Privatanleger wendet. Zum Beispiel in Stuttgart gibt es das sogenannte Bond-M-Segment. Und wenn man sich dort mal die Kurse anschaut, dann sieht man ganz eindeutigen Trend dazu, dass Unternehmen, die ein besonders greifbares Produkt herstellen, die ein Endkundenprodukt herstellen, immer eine bessere Bewertung kriegen als Unternehmen, die jetzt, sag ich mal, ein Zulieferer sind und unter der Motorhaube vom Auto schlummern. Also was ich sagen will, ist, dass Marken und Produkte ein bisschen Bilanzdaten überstrahlen. Wie gibt es da so Erfahrungen auf Ihrer Plattform? Ich glaube, man kann einfach allgemein sagen, dass natürlich beim Crowdinvesting wichtig ist, dass man es schafft als Unternehmer, das ist auch eine Chance, greifbar zu kommunizieren, sein Geschäftsmodell und seinen Markt. Letztendlich geht es ja doch darum, und das ist nicht, das muss ich nicht nur beim Crowdinvesting machen, das muss ich allgemein als Unternehmer machen. Mir muss es gelingen, erstmal eine gute Idee zu haben, die umzusetzen und vernünftig zu kommunizieren. Und natürlich ist es klar, dass das für die einzelnen Investoren nachvollziehbar sein muss. Und das heißt, man braucht nicht glauben, dass Crowdinvesting jetzt vielleicht in jedem Bereich, in jeder Sparte alle Finanzierungs ersetzt. Das ist es auch nicht. Wir bei Companisto haben zum Beispiel schon sehr, sehr viele Co-Finanzierungsrunden gemacht mit Venture Capital Gesellschaften. Das heißt, die Leute, die bei uns 5 Euro investieren, investieren in ein Unternehmen, wo schon 2 Millionen Venture Capital drin sind, wo schon 10 VCs drin sind. Also das verzahnt sich durchaus. Und da kann eben der Einzelne auch entscheiden, in welche Unternehmen er investieren möchte. Deswegen würde ich das auch so nicht unterschreiben. Es gibt ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle. Es gibt sehr greifbare Finanzierungsmodelle, ein Offline-Geschäft, eine Frozen-Joghurt-Kette, die wir finanziert haben. Aber es gibt auch die Suchmaschine für Twitter. Ja, das weiß auch keiner so richtig und das, von der Technik her ist das nicht so einfach nachzuvollziehen, wie das funktioniert. Aber die Leute haben eben verstanden, was überhaupt der Sinn dieser ganzen Unternehmung ist. Und das muss ich natürlich kommunizieren können als Unternehmer. Und wenn mir das gelingt, das ist eine Frage der Kommunikation, dann werde ich die Leute auch überzeugen können. Prima. Ich habe jetzt gerade auf die Uhr geschaut und gesehen, dass wir noch 5 Minuten Zeit haben. Wollen wir das vielleicht mal nutzen, um auch Fragen aus dem Publikum? Ja. Gibt es Fragen? Ja, hier vorne. Hier war die Frage, hier kommt das Mikro. Ja, guten Tag. Sie hatten schon gesagt, dass Sie Kofinanzierungsrunden durchgeführt hatten. Jetzt wäre meine Frage, wie sieht es mit dem Verhältnis des Crowdinvestors zu dem Kofinanzierer aus? Ich sehe da ja grundsätzlich, je nachdem wie man das gestaltet, besteht natürlich die Gefahr, dass das Risiko des Investments auf den Crowdinvestor abgewälzt wird und diejenigen, die sich schon im Vorfeld beteiligt haben, davon profitieren könnten. Wie lösen Sie das? Nee, also dieses Risiko gibt es nicht. In den Kofinanzierungsrunden läuft es beispielsweise so, dass ein privater Business Angel 250.000 Euro investiert. Dann in Berlin gibt es die Investitionsbank Berlin, also das ist ein staatlicher VC. Die investieren auch nochmal einen entsprechenden Betrag. Und im gleichen Zusammenhang, zur gleichen Bewertung, investieren Sie oder andere Crowd-Investoren. Das heißt, in dem Moment, wo mehrere Parteien investieren, ist das ist ja auch transparent,
da ist das eben das für den Einzelnen ja kein Mehr an Risiko. Sie können ja entscheiden, ob Sie in ein Startup investieren wollen, wo andere Investoren schon investiert haben oder nicht. Sie schütteln den Kopf, dann müssen Sie vielleicht nochmal spezifizieren. Habe ich Sie nicht richtig verstanden? Doch, Sie haben mich wahrscheinlich schon richtig verstanden. Es geht nur um die Frage, Sie können ja vertraglich regeln, welche Gelder wie verwendet werden dürfen. Und je nachdem, ob Sie das vertraglich so regeln, dass die Gelder der Crowd-Investoren den Geldern der anderen Investoren völlig gleichgestellt sind, dann haben Sie wahrscheinlich kein Risiko. Oder aber es ist schon die Vertragsbeziehung zwischen dem Unternehmen zu den Business Angel oder zu der Investitionsbank Berlin, die werden Sie in der Regel ja nicht bestimmen können, weil die Investitionsbank Berlin wird Ihnen natürlich die Vertragsbedingungen vorschreiben, während Sie die Vertragsbedingungen zu den Crowd-Investoren sehr wohl beeinflussen können. Ich verstehe trotzdem nicht so ganz die Frage. Also die Konstellation ist ja letztlich die, dass es mehrere Investoren gibt an einem Unternehmen. Ja? Und die haben eben einzelne vertragliche Beziehungen zu dem Unternehmen, zu dem Gründerteam. Und das ist ja auch okay so. Also Sie können sich ja auch überlegen, wenn Sie das nicht wollen, dass Sie nur in Startups investieren, wo kein Investor drin ist. Ich sage Ihnen nur eins, es gibt genügend Leute, die gerade das auch attraktiv finden, zu sagen, das sind Investoren schon in einem Unternehmen drin, die auch nicht nur Know-how einbringen, sondern auch Kapital mitbringen. Und das ist doch Ihre Entscheidung, ob Sie das möchten. Wenn Sie eigenen Einfluss haben müssen, dann müssen Sie eben Business Angel werden und selber 50.000 investieren und einen eigenen Vertrag machen mit dem Unternehmen. 3 Minuten haben wir noch, vielleicht noch eine Frage hier vorne. Ja. Thema Anschlussfinanzierung, da habe ich schon einige kritische Stimmen dazu gehört, sprich, wie verträgt sich eine potenzielle spätere VC-Finanzierung mit einem Crowdfunding? Also im Falle von Bergfürst ist das relativ unproblematisch. In der Regel haben wir bereits Venture Capitalisten im Unternehmen drin, in den ersten Finanzierungsrunden oder in der ersten Finanzierungsrunde. Und wir sehen in den Verträgen einen Verwässerungsschutz für die Crowd vor. Das heißt also, wenn ein Unternehmen jetzt frisches Kapital zuführen möchte, dann wird es immer so sein, dass die Crowd-Investoren auch im Rahmen eines Bezugsrechts von jungen Aktien partizipieren können. Und das Unternehmen hat jetzt verschiedene Möglichkeiten, was es tun kann. Es kann auf der einen Seite eine weitere Kapitalerhöhung im Unternehmen durchführen, eben mit der Crowd und auch neue Venture Capitalisten dazunehmen, die eben auch entsprechend zu gleichen Konditionen dann mit einsteigen. Es ist aber auch natürlich denkbar in einer späteren Phase, dass das Gesamtunternehmen verkauft wird an einen industriellen Interessenten und keinen Finanzinvestor. Dazu ist dann eine Hauptversammlung erforderlich, wo dann eben auch die Aktionäre zustimmen. Ich gehe aber davon aus, dass diejenigen Investoren, die in Unternehmen in dieser frühen Phase investieren, das hier als ein mögliches Exit-Szenario sehen, sodass man also davon ausgehen kann, dass die Zustimmung in der Hauptversammlung auch tatsächlich erfolgen wird. Und die letzte Möglichkeit, die ein Unternehmen auch noch hat, um weitere Schritte zu gehen, ist, wir sind ja ein vorbörsliches Segment und ein elektronischer Handelsplatz. Und wenn das Unternehmen groß geworden ist und mal über eine 30, 40 Millionen Finanzierungsrunde nachdenkt, dann können wir das Grundkapital auch einer Investmentbank übergeben und man kann einen ganz klassischen Börsengang dann an einem regulierten Marktsegment durchführen. Um das vielleicht noch kurz abzuschließen von Companisto-Seiten, also ich selbst habe lange in einer Großkanzlei gearbeitet, mein Co-Founder auch, also wir kommen aus dem Bereich Venture Capital, deswegen konnten wir die Verträge und das Modell auch so aufsetzen, dass es kompatibel ist zur Finanzierungslandschaft. Bei den Investments, die bei Companisto bislang gelaufen sind, gab es auch schon mehrere Anschlussfinanzierungen. Das heißt also, von vertraglicher Seite gibt es da keine Bedenken oder Probleme. Im Gegenteil, auch diese Co-Investments durch VCs zeigen ja auch, dass diese Kompatibilität besteht. Ja, so mit Blick auf die Zeit müssen wir jetzt hier schließen. Also ich bitte zu entschuldigen, dass ich jetzt kritische Fragen gestellt habe. Als Münchner Finanzdienstleister bin ich aber sehr stolz, dass es dem Michael Gebhardt gelungen ist, hier in München so eine tolle Veranstaltung ins Leben zu rufen. Und ich wünsche ihm und uns, dass wir hier im nächsten Jahr und auch in den nächsten Jahren wieder hier so zusammenkommen. Und ich hoffe, dass diese Branche sich dann auch so etabliert hat. Ja, und dass Sie viele Gespräche an diesem Tag noch mitnehmen.